Herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hohn-Horvath. Viktor Orban schlägt eine offene interne Diskussion über die Zukunft der Europäischen Volkspartei vor. Seine Vorschläge sandte er auch an die neue Leitung der EVP. Das Dokument wird in den Medien als Orban-Memorandum bezeichnet. Der Ministerpräsident empfiehlt in seinem Schreiben einen strategischen Richtungswechsel. Wir waren nur Zentimeter vom Austritt aus der Volkspartei entfernt. Wir sind diesen Schritt nur deswegen nicht gegangen, weil sich die Franzosen, die Spanier und die Italiener eindeutig auf unsere Seite gestellt haben und während der Debatte innerhalb der Volkspartei die Meinung vertraten, man müsse zu Ungarn stehen, sagte der Premier. Im März letzten Jahres suspendierte die EVP die Partei Fidesz mit der Begründung, die größere der beiden ungarischen Regierungsparteien hätte sich von den Werten der Europäischen Volksparteifamilie entfernt. Nach der Suspendierung stellte die EVP einen dreiköpfigen Untersuchungsausschuss auf, um die Angelegenheit zu klären. Wir haben unsere inneren Gegensätze öffentlich gemacht. Den Angriff der Linksliberalen haben wir nicht abgewehrt. Stattdessen passen wir ihnen unsere Ansichten nach und nach an und stehen nicht mehr zu unseren eigenen Werten. So sind wir, die heutige EVP. Mit diesen Worten analysierte der Premier am Dienstag die Lage der Volkspartei. Das sogenannte Orban-Memorandum formuliert, im Gegensatz zu früheren Zeiten, als die EVP die christdemokratische Gesellschaft tapfer und stolz vertreten habe, hätte man heute um der Macht willen das klassische Familienmodell durch die Gender-Ideologie abgelöst. Außerdem sehe man tatenlos zu, während die Schengener Grenzzone auseinanderfalle und beabsichtige, die Bevölkerungsfrage mit Massenmigration zu lösen. Die Fidesz schlage deswegen vor, die innere Debatte bezüglich der zukünftigen Mission der EVP abzuhalten und dabei zu erwägen, ob eventuelle Änderungen hinsichtlich der politischen Ausrichtung der Parteifamilie vonnöten seien. Die stellvertretende Vorsitzende der Fidesz betonte in Brüssel, die Identitätskrise der Europäischen Volkspartei könne man auch an den Wählerzahlen spüren. Die Fidesz sei deswegen bereit, eine aktive Rolle im Hinblick auf die Erneuerung der Parteifamilie zu übernehmen. Drei Ungarn kamen heute hier in Ungarn in Quarantäne. Sie waren auf dem Kreuzfahrtschiff, das in Kambodscha anlegen konnte. Grundsätzlich könnten sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Aus diesem Grund müssen sie für 14 Tage ins Zentralkrankenhaus im Süden Budapests einziehen, da sich im Nachhinein herausstellte, dass jemand das Virus auf das Schiff geschleppt hat. Den drei Ungarn, die auf dem vor der japanischen Küste ausharrenden Kreuzfahrtschiff arbeiten, geht es weiterhin gut. Das Kreuzfahrtschiff Westerdam durfte nach langen Abstimmungen in Kambodscha anlegen. Das Schiff harrte tagelang auf offenen Gewässern aus, da kein einziger Staat eine Aufnahme wegen des Coronavirus riskieren wollte. Auf dem Kreuzfahrtschiff befanden sich drei ungarische Bürger, zwei Passagiere und ein Besatzungsmitglied. Nachdem sie sich als symptomfrei erwiesen, konnten sie das Schiff schließlich verlassen. Ein Ehepaar landete am frühen Samstagmorgen und eine Frau am Montagnachmittag am Flughafen in Ungarn. Sie wurden unter Quarantäne gestellt und vom ungarischen Landesrettungsdienst ins Zentralkrankenhaus in Südpest eingeliefert. Bei der Ankunft befanden sie sich in einem guten Gesundheitszustand. Sie waren fieberfrei und hatten keine klinischen Symptome oder körperlichen Beschwerden, sagte der zuständige Chefarzt. Bis zum Ende der Latenzzeit, das heißt bis zum kommenden Freitag, werden die drei Ungarn unter Quarantäne bleiben. Die Oberärztin des öffentlichen Gesundheitsdienstes sagte, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, wurde geprüft, mit welchen Personen sie in Ungarn in Berührung gekommen waren. Sollten sie in den nächsten 14 Tagen doch erkranken, können wir auch jenen Personen Hilfe leisten, mit denen sie in Kontakt waren, bzw. mit allen Mitteln verhindern, dass sie die Krankheit an andere weitergeben, sagte die Oberärztin des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Weltweit gäbe es nach wie vor keine mit Coronavirus infizierten Ungarn, erklärte Tamás Menzer.
Der Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten fügte hinzu, den drei Ungarn, die sich auf dem vor der japanischen Küste ausharrenden Luxusliner Diamond Princess aufhalten würden, gehe es weiterhin gut. Wir stehen mit ihnen fortlaufend in Kontakt. Betreffend China können wir sagen, dass laut konsularischem Register sich derzeit insgesamt 117 Ungarn in China befinden. Alle berichteten darüber, dass es ihnen gut gehe und sie symptomfrei seien, sagte der Staatssekretär. Auch jene 7 Ungarn wurden zuvor unter Quarantäne im Zentralkrankenhaus in Südpest gestellt, die aus der Stadt Wuhan evakuiert wurden. Keiner von ihnen wurde mit dem Coronavirus infiziert. Die medizinische Aufsicht von 2 Wochen ist zu Ende. Am Sonntag wurden sie aus dem Krankenhaus entlassen. Das Krishna-Tal von Chomoyvarmushi ist für jeden zugänglich. Die Besucher können einen Einblick in die Subsistenzwirtschaft der Gemeinde gewinnen. Man kann sowohl die Grundschule als auch die Kirche der Bhaktis bewundern. Nachmittags kann man im Tal spazieren und an spirituellen Orten neue Energien gewinnen. Im ganzen Jahr werden die Besucher im Rippl-Ronay-Museum in Kaposvár erwartet. Josef Rippl-Ronay, ein wichtiger Vertreter der impressionistischen Malerei, schuf seine Werke nach seiner Heimkehr aus der französischen Gefangenschaft in dieser Villa. Auch seine berühmtesten Gemälde wurden hier ausgestellt. Die Kunstausstellung wurde kürzlich mit einem virtuellen Spektakel erweitert. Eine VR-Brille ermöglicht es den Besuchern, Bestandteil der Bilder zu sein. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.